Der Fahrspaß eines Schaltgetriebes, der Komfort eines Automatikgetriebes und dazu auch noch ein niedriger Verbrauch. Diese drei Eigenschaften kann man mit drei Buchstaben ausdrücken: DSG. Und am meisten Spaß macht ein Doppelkupplungsgetriebe DSG natürlich, wenn man einen kraftvollen Motor hat, wie zum Beispiel diesen 2,0 Liter TDI im Passat. Und damit herzlich willkommen beim Volkswagen TV Training. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Sie haben es gemerkt, unser Thema ist heute das Doppelkupplungsgetriebe DSG und unser Trainer ist Dennis Winter. Ja, ein fröhliches Hallo auch von mir. Ja, vor der Sommerpause, da haben wir schon einmal ein DSG-Training vollzogen. Da war unser Thema ja die freigegebenen Instandsetzungsarbeiten. Und aufgrund der eingegangenen, von Ihnen gestellten Telegramme haben wir mitbekommen, dass noch erheblicher Informationsbedarf besteht, gerade was das Doppelkupplungsgetriebe DSG betrifft. Aus diesem Grund heute wieder eine Sendung. Und heute befassen wir uns mit folgenden Themen. Und zwar zum einen mit dem grundlegenden Aufbau und der Funktion des Getriebes. Dann die Schaltvorgänge werden ein Teilthema sein. Dann Sonderfunktionen wie Übertemperatur, Freischaukeln, Anfahren am Berg. Dann die Parksperre ist ein Thema und natürlich auch, wie gewohnt, Hinweise zur Diagnose. Diese Teile, die kennen Sie, die gehören zum Doppelkupplungsgetriebe DSG, haben Sie sicherlich schon gesehen. Wir werden heute tief hineinschauen in das DSG und wir fangen natürlich an mit den Bauteilen, die dazugehören. Aus welchen Bestandteilen ist denn das DSG aufgebaut, Dennis? Hier, schauen wir uns das einmal an. Und zwar haben wir hier zum besseren Verständnis einmal das Getriebe, wenn man so will, aufgeklappt. Wir hatten, also wenn man es anguckt, das ist viel kompakter, das werden wir nachher auch nochmal anschauen uns. Also wir haben es hier aufgeklappt, um ein besseres Verständnis zu bewirken. So, wir haben, wenn man so will, zwei Teilgetriebe mit einer jeweiligen zugeordneten Lamellenkupplung, K1 und K2. Die befinden sich in einem Kupplungspaket. Das ist dieses hier, soll dieses darstellen. Wir haben einmal die äußere Kupplung, das ist die K1 Lamellenkupplung und die innere ist die Lamellenkupplung K2. So, jeder Lamellenkupplung ist eine Antriebswelle, eine nachgeschaltete Antriebswelle zugeordnet. Hier haben wir, wenn wir uns die Lamellenkupplung K1 anschauen, haben wir die Antriebswelle 1. Diese hier ist zugeordnet und damit kann ich dann den ersten, dritten, fünften sowie den Rückwärtsgang schalten. Wenn wir uns die innere Kupplung K2 anschauen, da ist die hohlgebohrte Antriebswelle 2 nachgeschalten und mit diesem kann ich dann den zweiten, vierten und sechsten Gang schalten. Ja, zur Vollständigkeit haben wir dann eine Abtriebswelle 1 und eine Abtriebswelle 2 und beide Abtriebswellen stehen ständig im Eingriff mit dem Antriebszahnrad für das Ausgleichsgetriebe. Dann haben wir hier unser Ausgleichsgetriebe, weil ich gerade schon von gesprochen habe, und wiederum der Vollständigkeit halber hier noch unsere Rücklaufwelle, die wir natürlich für den Rückwärtsgang benötigen. Das ist der Aufbau im Stand des Getriebes, aber wir werden natürlich das DSG heute auch in Aktion sehen. Dennis, wie kriegt denn der Motor das Drehmoment auf die Straße? Schauen wir uns das auch am besten einmal an. Wir gehen davon aus, der Motor läuft, sprich die Kupplung stellt uns das Drehmoment zur Verfügung. Dann haben wir hier das Zwei-Massen-Schwungrad sitzen. Das wird dann auch natürlich das Drehmoment übertragen. Und wir haben den äußeren Lamellenträger, sprich das ist das Gehäuse des ganzen Kupplungspaketes. Und das steht ständig kraftschlüssig im Eingriff mit der Eingangsnabe und dem, also mit der Eingangsnabe hier und mit dem Zwei-Massen-Schwungrad. So, und wenn wir jetzt einfach mal den Kraftschluss fortführen, das heißt, wir werden die Lamellenkupplung K1 mit Öldruck beaufschlagen, indem wir hier in dem Bereich mit Öl füllen. Das heißt, wir pressen die Lamellenkupplung zusammen und dann wird über den inneren Lamellenträger ja das Drehmoment auf dann die nachgeschaltete Antriebswelle 1 übertragen und über dann über diese, sage ich mal, das erste Gangradpaar und den Gangstellern sowie hydraulisch geschalteten Schaltgabeln wird dann kraftschlüssig auch unsere Abtriebswelle 1. Da wird das Drehmoment dort übertragen und dann über dieses Zahnrad dann auf unser Ausgleichsgetriebe, wie wir uns eben angeschaut haben. So, gucken wir uns dann die Lamellenkupplung 2 an. Lamellenkupplung 2, da kann ich den zweiten, vierten und sechsten Gang schalten, wie ich es gesagt hatte. Und wenn wir jetzt einmal umblenden und uns dann den sechsten Gang mal zu Gemüte führen, dass wir sagen, der sechste Gang ist geschaltet, dann sehen wir hier unsere Lamellenkupplung 2, also die K2. Auch hier werden wir dann diesen Raum mit Öl beaufschlagen. Dann drücken wir
das Lamellenpaket hier zusammen und hier wieder wird erst der äußere Lamellenträger ja angetrieben durch unser Motor, durch unsere Kurbelwelle und wird kraftschlüssig, indem ich eben die Lamellenpakete zusammendrücke, über den inneren Lamellenträger dann meine Antriebswelle 2, die ja hohlgebohrt ist, antreibe, das Drehmoment übertrage und über das sechste Gangradpaar, in diesem Fall, nehmen wir dann kraftschlüssig durch die Schiebemuffe, wenn der Gang geschaltet ist, dann nehme ich eben unsere Abtriebswelle 2 mit und habe auch hier wiederum den Eingriff, der zum Antriebsrad für Ausgleichsgetriebe besteht in dem Fall und dann haben wir das Drehmoment auch letztlich an den Rädern anliegen. Das Doppelkupplungsgetriebe DSG ist also mit 2 Abtriebswellen aufgebaut, denn es stehen denn jetzt diese beiden Abtriebswellen grundsätzlich mit dem Antriebsrad der Ausgleichswelle im Eingriff? Ja, das ist der Fall. Und zwar sind diese beiden Abtriebswellen, einmal die obere und die untere, stehen grundsätzlich, wie du richtig gesagt hast, mit dem Antriebszahnrad für unser Ausgleichsgetriebe, sprich auch Tellerrad, im Eingriff, aber sind halt nicht beide kraftschlüssig, weil wenn beide kraftschlüssig wären, dann würden sie sich gegenseitig blockieren und wir hätten natürlich gar keinen Vortrieb im Getriebe, das ist nicht gewollt. Aus diesem Grund haben wir, wie gesagt, die beiden im Eingriff und nur eine Welle ist natürlich kraftschlüssig. Wenn wir uns mal anschauen, wie der Kraftschluss vorgeführt wird, und zwar haben wir jetzt die Lamellenkupplung K1 geschaltet, also mit Öl beaufschlagt, dann ist die Antriebswelle 1 geschaltet, dann dreht sich unsere Abtriebswelle, wenn wir den ersten Gang, wie wir es eben gesehen haben, dreht sie sich mit, wird das Drehmoment übertragen, sie ist kraftschlüssig und gibt dann ja, die Drehbewegung ab und treibt somit das große Tellerrad, Antriebszahnrad für Ausgleichsgetriebe an und stellt dann auch das Drehmoment wie die Drehzahl den Rädern zur Verfügung. Ja, und wir hatten von dem sechsten Gang gesprochen, wenn wir uns den anschauen, sprich, dann werden wir ja die Lamellenkupplung K2 aufschlagen mit Öldruck. Das heißt, wir müssen uns die nächste Einstellung mal anschauen. Und zwar wäre das dann, dass die grüne, hohlgebohrte Welle, wie man hier noch schön erkennen kann, sie beginnt zu drehen. Wenn die Kupplung geschlossen ist, K2, dann dreht die Abtriebswelle im sechsten Gang, wenn der geschaltet ist, dann dreht die Abtriebswelle 2 und treibt somit dann unser Tellerrad an und stellt den Rädern das Drehmoment zur Verfügung. Den Kraftverlauf, den hast du jetzt eben schon einmal grob umrissen, aber wie sieht der denn genau aus in den einzelnen Gängen im Getriebe? Fangen wir da am besten mit dem ersten Gang an. Hier haben wir das ganze Kupplungspaket etwas anders dargestellt. Das heißt, wir haben die inneren Lamellenkupplungen mal hier nicht aufgezeichnet. Außen wäre natürlich die K1, innen wäre K2. In diesem Fall im ersten Gang, hatten wir schon angesprochen, ist dann die Lamellenkupplung K1 befüllt, das heißt mit Druck beaufschlagt. Der Kraftverlauf zieht sich vom Motor über die K1, dann der nachgeschalteten Antriebswelle 1 weiter fort. Drehmoment wird übertragen durch die hydraulischen Schaltgabeln, dann über die Schiebemuffe wird aus dem Schaltrad, sprich aus dem Losrad, dann ein Festrad und die ganze Antriebswelle 1, die sich jetzt in diesem Fall hier unten befindet, wird der Kraftschluss fortgesetzt auf die ständig stehenden Zähne, im Eingriff stehenden Zähne vom Antriebszahnrad des Ausgleichsgetriebes und der Antriebswelle 1, wird dann der Kraftverlauf fortgeführt, wie man schön an dieser gestrichelten Linie erkennen kann und führt dann über das Ausgleichsgetriebe Gelenkwellen zu den einzelnen Rädern nach links und rechts. Das war der erste Gang, dann schauen wir uns nochmal den zweiten Gang an. Auch hier wiederum das Lamellenpaket, hier jetzt natürlich zweiten Gang, sagte ich, da ist die K2 für zuständig. K2 befüllt und zusammengepresst die Lamellen bedeutet, wir haben unsere hohlgebohrte Antriebswelle 2, die wir mitnehmen, die in dem Moment dann kraftschlüssig ist und über dann das zweite Gangradpaar, auch wieder geschaltete Schiebemuffe, aus Losrad wird Festrad und wir haben unsere, in dem Fall Abtriebswelle 1 immer noch, haben wir im Eingriff stehen. Setzen den Kraftverlauf fort über das Antriebszahnrad-Ausgleichsgetriebe und kommen dann zu den, letztendlich wieder zu den Rädern. Und dann fehlt uns nur noch der Rückwärtsgang. Und wenn wir uns den anschauen, den habe ich ausgesucht, weil wir hier eine Drehrichtungsänderung haben. Entschuldigung, hier geht es mal andersrum. Und zwar haben wir hier wiederum unsere K1 beaufschlagt mit Druck. Dann werden wir unsere Antriebswelle 1 wieder
die nachgeschaltet ist, wieder kraftschlüssig. Und das gleiche Gangradpaar, was für den ersten Gang zuständig war, ist dann letztendlich auch zuständig für unseren Rückwärtsgang. Wir nehmen unsere Rücklaufwelle mit hinein. Dadurch entsteht dann letztendlich die Drehrichtungsänderung und kommen auf die von der Rücklaufwelle wieder auf unsere dann Abtriebswelle 2 in diesem Fall. Schiebemuffe geschaltet, aus Losrad wird wieder Festrad. Die ganze Abtriebswelle 2 dreht sich, ist ja ständig im Eingriff mit wiederum unserem Antriebszahnrad für das Ausgleichsgetriebe. Und Ausgleichsgetriebe lässt dann die Kraft und das Drehmoment zu den Rädern durch und stellt es denen zur Verfügung. Stichwort Gangvorwahl. Das ist ja eine der Besonderheiten des Doppelkupplungsgetriebes DSG. Und da müssen wir jetzt erst einmal mit einem Missverständnis aufräumen. Denn es gibt meistens etwas falsche Vorstellungen davon. Deshalb die Frage an dich, Dennis. Ist denn tatsächlich immer in jeder Fahrsituation schon der nächste Gang im nicht benutzten Getriebeteil vorgewählt? Nein, das kann ich definitiv verneinen. Das ist nicht der Fall. Und zwar benötigt ja das Steuergerät, sprich die Mechatronik, benötigt mehrere Bezugswerte, um entscheiden zu können, ja, welchen Gang muss ich jetzt vorwählen, welche Kupplung muss ich befüllen und letzten Endes dadurch schließen. Um das wirklich zu realisieren, benötigt sie zum einen die Fahrpedalstellung, sprich den Fahrerwunsch, dann die Fahrgeschwindigkeit und natürlich auch die Motordrehzahl. Man kann ganz einfach sagen, dass die im tieferen oder im unteren Drehzahlbereich eines geschalteten Ganges, wenn dann der Fahrerwunsch sagt, okay, ich brauche keinen Vortrieb mehr, gehe etwas runter vom Gas, die Geschwindigkeit reduziert sich, dann passiert Folgendes, dass wir den nächst tieferen Gang vorwählen. Das gleiche passiert im oberen Drehzahlbereich eines Ganges, da wird dann halt nämlich der nächst höhere Gang gewählt, vorgewählt. Und im mittleren Bereich, dann kommen wir zu der Aussage, genau in diesem Zeitpunkt, in diesem mittleren Drehzahlbereich eines Ganges ist kein Gang vorgewählt, sprich kein Gangsteller ist geschaltet und auch keine zweite Kupplung wird befüllt. Diese Abläufe im Getriebe während der Gangwahl, die können Sie zum Beispiel mit einem mobilen Tester sichtbar machen in den Messwerteblöcken. Und genau das haben wir gemacht. Dennis, was sind denn jetzt die Abläufe während des Schaltens? Wollen wir es erstmal zurechtfinden, worum es hier geht. Wir haben hier im oberen Bereich, ja, ist das hier die Mittelkonsole, wo wir unser Wählhebel, wie man schön erkennen kann, den Wählhebel in der Stellung N momentan sich befindet. Und wir haben herausgesucht mal den Messwerteblock 16. Hier über natürlich Fahrzeugeigendiagnose können wir sehen, Anzeigegruppe 16 bedeutet natürlich Messwerteblock 16. Und hier sind sämtliche Wege der Gangsteller, aller vorhandenen Gangsteller des Getriebes aufgezeichnet. Zur kurzen Erklärung, wir haben in der ersten Zeile geht es um den ersten und dritten Gang, um den Gangsteller. Dann haben wir hier in seiner zweiten Zeile den zweiten und vierten. In der dritten Zeile den fünften und den Nullgang, also den Neutralgang. Und im unteren Bereich haben wir den sechsten Gang und den Rückwärtsgang, wie wir erkennen können. So, jetzt zur näheren Erläuterung. Wir haben immer ein positives oder ein negatives Vorzeichen oder wie hier sehen können, Null bedeutet neutral. Im oberen Bereich ist es so, wenn wir ein positives Vorzeichen, sprich kein Vorzeichen haben, dann ist der erste Gang geschaltet. Bei 0 bedeutet es neutral, es ist kein Gang vorgewählt, weder der erste noch der dritte. Und bei einem negativen Vorzeichen ist natürlich schlussfolgerlich denn der dritte Gang gewählt. So, im zweiten sagte ich 2 und 4, hier ist es andersrum. Hier habe ich im negativen Fall, ist es der zweite Gang, steht 0 da, kein Gang vorgewählt, vierter Gang positiv. Dritte Zeile, 5 und neutral. 5 wäre positiv und hier annähernd neutral, also annähernd 0 bedeutet neutral. Hier natürlich ein Minuszeichen, aber 0,3 mm ist natürlich zu vernachlässigen, also hier geht es wirklich um 0. Und unten sagte ich 6 und der Rückwärtsgang. Der 6. wäre positiv und der Rückwärtsgang wäre negativ. Nun ist gleich auch zu erkennen, dass wir in der Stellung, Wählhebelstellung 0, einmal den Rückwärtsgang und auch den zweiten Gang vorgewählt haben. So, wenn wir jetzt einfach mal uns anschauen, was passiert, wenn wir den Wählhebel von N auf S schalten, der erste Gang vorgewählt ist, haben wir gesehen, wir hatten vorher hier im oberen Bereich eine 0. Jetzt haben wir gesehen, positives Vorzeichen, 8 mm wurde er bewegt für dieses Fahrzeug und somit kann er erkennen, dass der erste Gang vorgewählt ist, sprich geschaltet ist. Wir haben S ausgewählt in unserem Bereich, um besser eine längere Schaltphase zu erreichen, um Ihnen gerade diese Unterschiede im oberen, unteren und mittleren Drehzahl näher zu bringen.
So, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, wir fahren im zweiten Gang und wir beschleunigen im unteren Drehzahlbereich, dann werden wir gleich erkennen, dass wir den ersten Gang noch vorgewählt haben. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal die Weiterfahrt. Das bedeutet, dass wir hier den zweiten Gang vorgewählt haben. In der Multifunktionsanzeige sehen wir das. Der erste Gang ist noch vorgewählt, der zweite ist geschaltet. Und wenn wir gleich sehen werden, wenn wir die Drehzahl erhöhen, sehen wir, wie jetzt in diesem Fall im mittleren Drehzahlbereich des zweiten Ganges, dass wir hier sehen, aha, und genau jetzt ist kein Gang vorgewählt, sprich weder der erste noch der dritte, weil ich im mittleren Drehzahlbereich bin, der Fahrer nicht wirklich stark auf das Fahrpedal drauf tritt und aus diesem Grund weiß das Getriebe in dem Fall, in diesem momentanen Zeitpunkt nicht, muss ich jetzt ersten oder sogar den dritten vorwählen. Wenn wir jetzt einfach mal die Beschleunigung fortsetzen, dann werden wir gleich sehen, kurz bevor der dritte Gang geschaltet wird, dann werden wir sehen, dass vorgewählt wird der dritte, das heißt die Drehzahl erhöht sich. Wir haben gesehen, hier es ist umgeschaltet worden. Minus heißt der dritte Gang. Wir sehen auch hier, der dritte Gang ist wirklich geschaltet. Das sehen wir auch anhand der Multifunktionsanzeige hier, der Wählhebelstellung. Und jetzt sind wir wieder im mittleren Drehzahlbereich. Was ist passiert? Wir befinden uns im dritten Gang. Sprich, ich weiß nicht, möchte der Fahrer jetzt weiter komplett durchtreten oder wieder vielleicht die Beschleunigung zurücknehmen. Somit weiß ich in dem Fall wieder nicht. Ich habe hier annähernd 0. Somit ist weder der zweite noch der vierte Gang geschaltet. Aus diesem Grund wieder erklärbar und unsere Aussage untermauert, dass nicht grundsätzlich immer ein Gang vorgewählt ist. Und ich kann Ihnen jetzt nochmal beweisen, wenn wir jetzt wieder beschleunigen, dann wird Folgendes passieren, dass wir gleich den vierten vorwählen, bevor überhaupt der Gang dann geschaltet wird. Das passiert jetzt gleich im Bereich, jetzt haben wir gesehen, unten ist der vierte Gang vorgewählt worden. Jetzt etwas im oberen Drehzahlbereich wird geschaltet. Hier, vierte Gang ist geschaltet. Auch bedingt erkennbar durch die Bewegung, auch in der Multifunktionsanzeige. Der vierte Gang ist geschaltet und der ist in dem Fall geschaltet. Und vorgewählt ist wiederum momentan noch nicht der fünfte, weil ich wieder in dem Drehzahlbereich nicht weiß, wo kommt es dann hin, ob es dann doch wieder der dritte wird oder ich muss diesen Gangsteller für den fünften betätigen. Der Rückwärtsgang und der zweite Gang sind vorgewählt in der Wählhebelstufe N. Dennis, warum gerade die beiden? Ja, ganz einfach, weil aus der Wählhebelstufe N, aus dem Neutralgang, wenn man so möchte, ja noch nicht wirklich ein Fahrtrichtungswunsch zu erkennen ist. Also aus diesem Grund brauche ich ja einen vorgewählten Gang rückwärts, wenn ich rückwärts fahren will, somit der Rückwärtsgang und einen Vorwärtsgang. Und hier wählen wir den zweiten Gang. Ganz einfach, weil wir anhand unseren grafischen Darstellungen auch gesehen haben, dass der Rückwärtsgang und wenn ich den ersten schalte, geht nicht, weil sie auf ein und der gleichen Antriebswelle liegen. Und damit hast du jetzt auch schon begründet, warum die zweite Antwortmöglichkeit nicht richtig war. 44% haben die angeklickt. Wir müssen es nochmal deutlich sagen, Rückwärtsgang und erster Gang liegen auf einer Welle. Auf einer Antriebswelle, genau. Und aus diesem Grund kann ich es nicht vorwählen. Also ich kann entweder den Rückwärtsgang vorwählen, wie ich gezeigt habe, dann habe ich die Rücklaufwelle mit dem Eingriff oder das gleiche Gangradpaar hätte ich ja dann auch in der ersten, im ersten Gang das gleiche Gangradpaar und somit kann ich entweder oder schalten. Aus diesem Grund muss ich mich auch für vorwählen, für den in dem Fall zweiten Gang, weil er auch auf einer anderen Antriebswelle, auf dieser hohlgebohrten Antriebswelle liegt, entscheiden. Die richtige Antwort, die vierte Antwort, zweiter Gang und Rückwärtsgang, haben 14% von Ihnen angeklickt. Im Volkswagen TV Training heute das Doppelkupplungsgetriebe DSG, unser Thema. Wir haben uns jetzt eben gerade die Messwerteblöcke während des Schaltens und der Gangvorwahl angeschaut. Außerdem werden wir uns jetzt noch mit den systembedingten Funktionen beschäftigen. Und die wichtigste Funktion, über die wir jetzt erstmal reden werden, ist der Übertemperaturschutz. Möglicherweise kennen Sie die Situation jetzt gerade nach dem heißen Sommer. Sie wollen in den Urlaub fahren, vielleicht sogar mit dem Wohnwagen hinten dran, haben ein Fahrzeug mit DSG. Und genau an der Stelle, wo Sie es am wenigsten gebrauchen können, ist natürlich Stau auf der Autobahn, nämlich am Hang. Und es geht dann langsam Stop and Go vor. Das ist natürlich immer bei hohen Temperaturen eine große Belastung. Was passiert dann beim DSG? Das können wir uns anschauen. Wir haben unser rotes Fahrzeug genommen, hier unser DSG-Fahrzeug, haben es an einem Hang abgestellt, die Bremse getreten und dann mal den Motor beschleunigt, um es mal zu simulieren. Was passiert, wenn die Kupplungstemperatur, die errechnete Kupplungstemperatur auf über 160 Grad steigt, dann fängt das Fahrzeug an zu ruckeln. Das können wir uns gleich anschauen. Hier sehen wir es schon. Der Tester ruckelt mit und wir können sehen, dass das Fahrzeug vor- und zurückruckelt. Und wir können es auch anhand der Wählhebelanzeige in der Multifunktionsanzeige erkennen, dass die blinkt komplett. Hier ist nicht nur in dem Fall dann das D hinterlegt, sondern alle einzelnen
Wählhebestufen blinken und somit ist es als erstes erstmal eine Schutzfunktion. Der Grund ist letztendlich eine Kupplungsschutzfunktion und zum Zweiten ist es der Hinweis für den Fahrer, Moment, du musst hier aktiv werden und zwar die Bremse treten. Es handelt sich aber hierbei, und das darf man nicht verwechseln, um keine Fehlfunktion des DSG-Getriebes, also Doppelkupplungsgetriebes, sondern um eine Kupplungsschutzfunktion. Das muss man klar voneinander trennen. Das bedeutet also, wenn Sie demnächst ein Fahrzeug am Straßenrand stehen sehen, das rhythmisch ruckelt, dann müssen nicht unbedingt die Scheiben beschlagen sein. Es könnte auch ein fast überhitztes DSG sein. Was passiert denn jetzt bei dieser Schutzfunktion genau in der Kupplung? Und zwar ist es so, dass die momentan befüllte und geschlossene Kupplung, in dem Fall, in unserem Fall war das die K1, dass die geöffnet, also sprich entleert und wieder befüllt wird in kurzen Abständen, um genügend Kühlöl durch die Kupplungslamellen oder erstmal durchzuführen und auch hinzufördern. Aus diesem Grund wird entleert und befüllt, um das zu verhindern, dass wir eine höhere Temperatur an den Kupplungslamellen, dass da dort eine entsteht. Und was würde passieren, wenn die dann letztendlich verbrennen? Wir hätten diese Schutzfunktion nicht, dann hätten wir einen Fehler, weil dann könnten wir nicht mehr wirklich anfahren oder sogar würde es darauf hinauslaufen, dass dann kein Schalten, nichts, gar nichts mehr möglich wäre. Deswegen wird hier das Kühlöl durch die Lamellen durchgedrückt, kann man sagen, und wird im sehr schnellen Zeitraum wird dann die Temperatur wieder herabgesenkt. Als kleinen Tipp, einfach kurz einen Moment stehen lassen, dann ist die Temperatur ruckzuck wieder abgekühlt. Oder einfach, wenn die Möglichkeit besteht aus dem Stau, vielleicht der Stau hat sich gerade aufgelöst und ich kann dann weiterfahren, dann würde ja Kupplung K1 und K2 ständig wechseln und dann hätte sich das auch von selbst erledigt. Aber nochmal, definitiv keine Fehlfunktion des Getriebes, es ist keine Beanstandungswerte, sondern es ist eine Schutzfunktion der Kupplung. Und damit kommen wir zu einer weiteren systembedingten Funktion. Im Gegensatz zum Automatikgetriebe verhält sich das DSG am Hang etwas anders. Möglicherweise ist ein Kunde von Ihnen umgestiegen von einem Automatikfahrzeug auf ein Fahrzeug mit DSG. Und dieser Kunde war es natürlich gewohnt, dass das Fahrzeug durch die Kriechneigung der Automatik an einer leichten Steigung stehen bleibt, ohne dass man die Bremse tritt. Wie verhält sich das DSG in diesem Fall? Ja, hier haben wir es einfach mal so getan, dass wir hier im oberen Bereich unseren Automatikfahrzeug haben und unten wieder den bekannten roten Fahrzeug mit DSG. So, wenn wir jetzt mal einfach losfahren im Leerlauf, diese kleine Anhöhe wieder beschreiten, dass wir eben dort hinanfahren und hochfahren, passiert gleich Folgendes, werden wir sehen, das Automatikfahrzeug bleibt stehen und nach einem kurzen Moment beginnt das DSG-Fahrzeug im jetzigen Moment einfach wieder den Berg langsam zurückzurollen. Und in diesem Fall ist natürlich wiederum der Fahrer gefordert, die Bremse zu treten oder, wenn er das merkt, natürlich zu beschleunigen. Was passiert jetzt? Auch das können wir uns im Einzelnen anschauen. Wieder Messwerteblock 11 in diesem Fall. Hier geht es um die Lamellenkupplung K1, die sich hinter diesem Messwerteblock versteckt. So, wenn wir jetzt wieder losfahren, dann können wir sehen, die Eingangsdrehzahl der Antriebswelle 1 beginnt zu drehen. Wir haben ein Kupplungsmoment anliegen, ein errechnetes Kupplungsmoment. Hier wird bestromt, wie stark die Kupplung befüllt wird. Und bei 40 Newtonmeter circa wird das Fahrzeug für circa 2 Sekunden gehalten, bei einem Maximalmoment von 40 Newtonmeter und rollt jetzt wieder zurück in dem Fall. Und zwar handelt es sich hier wiederum um eine Kupplungsschutzfunktion. Will ich Ihnen erklären? Beim Automatikfahrzeug ist es einfach so, dass unser hydraulischer Drehmomentwandler die eigentliche Anfahrkupplung ist und dort entsteht nur Schlupf im Übergang von das Öl, was dann vom Pumpenrad zum Turbinenrad geschleudert wird. Dort entsteht Schlupf und somit erwärmt sich systembedingt natürlich nur gering das Öl. Das kann verkraften, somit kann das Automatikfahrzeug, was wir oben in der oberen Hälfte gesehen haben, am Berg halten, kann das Moment halten. Wobei im Gegensatz zum DSG haben wir hier den Schlupf direkt an der Lamellenkupplung anliegen. In unserem Fall war es ja die Lamellenkupplung K1. Und das würde ja bedeuten, dass wir wieder eine Erhöhung der Temperatur haben. Wir haben nicht genügend Kühlöl, was durchfließen kann. Und wiederum Kupplungsschutzfunktion setzen wir zum einen. Das ist der eine Grund, dass wir das Fahrzeug nicht am Berg abstellen einfach. Wir könnten ja, wenn das ständig im Berg hält, im Drive abstellen, könnten weggehen.
Aus diesem Grund wird gesagt, der Fahrer möchte bitte die Bremse treten. Und natürlich ganz zum anderen wichtigen Grund, weil hierdurch wird natürlich Unmengen von Kraftstoff eingespart, weil das Automatikfahrzeug versucht natürlich ständig die Kraft zu übertragen. Am Berg hängt, verbraucht Kraftstoff, wobei dann beim DSG der Fahrer die Bremse tritt und somit in dem Fall kein Vortrieb notwendig ist und wir im Leerlauf laufen und somit unwahrscheinlich viel Kraftstoff sparen. Es liegt also genau wie bei der Übertemperaturschutzfunktion kein Beanstandungsgrund vor, wenn sich das DSG so am Hang verhält, Dennis. Genau, das ist korrekt. Und zwar handelt es sich hier wiederum eine systembedingte Funktion, sagte ich ja, um eine definitive wiederum Kupplungsschutzfunktion der Lamellen. Und das sollte man dem Kunden näher bringen, rüberbringen, klar machen, gerade wenn er, wie wir es hier gezeigt haben, von einem Automatikfahrzeug auf ein Fahrzeug mit DSG wechselt. Sind noch Fragen geblieben zum Thema Gangvorwahl, Schaltvorgänge, Messwerteblöcke während der Schaltvorgänge oder aber auch zum Anfahren am Berg oder der Übertemperaturschutzfunktion, dann sind jetzt die nächsten 60 Sekunden, Ihre 60 Sekunden, Dennis Winter ein Telegramm zu schicken. Dann kommen seine Antworten in einer Minute. Dankeschön für Ihre Telegramme. Das erste Telegramm kommt von deinem Namensvetter Herr Winter aus dem Autohaus Moser. Was für eine Lebenserwartung hat die Lamellenkupplung? Ja, und zwar ist das natürlich eine Lebenserwartung, eine Longtime, wenn man so will. Also das heißt auch Fahrzeug, solange wie das Fahrzeug läuft, solange läuft auch die Lamellenkupplung. Weil wir haben ja gesagt, wir haben von einer Kupplungsschutzfunktion gesprochen. Weil bis 160 Grad, dann wird erst die Kupplungsschutzfunktion greifen, bis dahin die Temperatur gar kein Problem. Und ich kann aus sicherer Quelle sagen, dass Versuche draußen im Feld gemacht worden sind und dass wir Laufleistungen von Getriebe bis über 200.000 Kilometern und mehrere Millionen Schaltfunktionen, also Befüllungen der Kupplungen durchgeführt worden sind und es sind keine Schäden entstanden. Also von daher braucht man sich da keinen Kopf drum machen. Wir reden hier von einer Kupplungsschutzfunktion, damit es gerade nicht passiert, dass die Kupplung ausfällt. Aus dem Autohaus Marburger die Frage nach dem Übertemperaturschutz. Gibt es einen Fehlerspeichereintrag, wenn die Temperatur im DSG über 160 Grad Celsius steigt? Nein, einen direkten Fehlereintrag entsteht dort nicht, weil wir gesagt haben, und das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit klar machen, dass es hier um keinen Fehler des DSGs gibt, dass es nicht darum sich nicht dreht, sondern eine Schutzfunktion. Somit wird natürlich auch kein Fehler ersetzt, ganz klar, weil es bevor ein Fehler entstehen kann, setzen wir in dem Fall diese Übertemperaturschutzfunktion ein. Aus dem Autohaus Wandler kommt die Frage nach Messwerten. Wo findet man die Messwerte Solldaten und die Anzeigegruppen, wenn man das DSG-Getriebe prüfen will? Ja, der richtige Weg ist natürlich ganz klar über geführte Fehlersuche oder geführte Funktionen, dann über die Funktion Messwerte Blöcke anzeigen lassen und dann kann ich mir die herauswählen, die ich möchte. Da sind dann zum Beispiel, wie wir es hatten, 11 und 12 Messwerteblöcke drin, wo es um die Kupplung K1 und K2 geht. Dann hatten wir uns die Übertemperatur, Messwerteblock 19 zum Beispiel, angeschaut. Das kann ich mir anzeigen lassen und dann noch vieles mehr im Ist- und Soll-Bereich. Also da einfach nachschauen und dann können Sie sehen und dann, wie gesagt, wie Sie es kennen, dann auf Lesen drücken, unten, wenn Sie sich alle ausgewählt haben und dann wird eben Soll und Ist angezeigt. Aus dem Autohaus Doll die Frage nach dem Verhalten beim Anfahren am Hang. Wenn der Kunde ohne Auto-Hold-Funktion am Berg von der Bremse geht und anfahren will, fährt das Fahrzeug dann auch zurück? Ja, wir haben gesagt, dass das Moment für 40, also wenn es ein, man muss ja einfach sagen, es gibt ja zwei Momente. Wir haben einmal das Hangabtriebsmoment und das Motormoment, was sich dann eben an der Kupplung anliegt auch. Also nicht das Motormoment, sondern das Motormoment, was dann übertragen wird über das Getriebe, über die Kupplung. Letzten Endes das anliegende Motormoment, das ich dann auf die Räder dann bringe. Und wenn dort natürlich die Hangabtriebskraft einfach größer ist als die Antriebskraft, wenn man so möchte, dann rollt das Fahrzeug runter. Aber wenn ich ja nach vorn fahren möchte, beschleunige ich einfach, ich betätige das Fahrpedal, dann fahre ich den Berg lang hoch. Und wenn das eben der Fall ist, dass wir die Hangabtriebskraft ist die gleiche wie die Antriebskraft, dann hält das Fahrzeug in dem Fall, wie wir es gezeigt haben, für 2 Sekunden. Und auch dann wird entleert die Kupplung, weil wir ja Kraftstoff sparen wollen. Und aus dem Autohaus Seitz und Weber, die möchten noch mal genau wissen, warum das Fahrzeug am Hang wieder zurückfährt. Was passiert da in diesem Moment in Getriebe und Kupplung? Ganz einfach auch wieder gesagt, hier wird die Lamellenkupplung
teilentleert. Wir hatten es vielleicht schlecht zu erkennen, es war sehr kurz, sehr knapp. Es ist einfach so, dass wiederum das Ventil in der dritten Zeile bestromt wurde und ja, die Kupplung etwas entleert wird. Und somit ist dann nicht mehr das komplette, also dieses Paket ist nicht mehr zusammengedrückt komplett und kann dann keine Vortriebskraft mehr zur Verfügung stellen. Das heißt, die Kupplung wird teilentleert und das passiert zur Folge, oder das hat letztendlich zur Folge, dass das Fahrzeug dann den Berg langsam, leicht wieder zurückrollt. Wir haben ja nicht so, dass wir abrupt den Hang nach hinten stürzen, sondern dass wir eben kontinuierlich etwas zurückrollen. Und das ist ja für den Fahrer eindeutig das Zeichen, wenn ich zurück mich bewege, ich will aber nach vorne, trete ich die Bremse oder beschleunige. Ganz einfache Sache. Das Verhalten am Hang, das ist einer der Unterschiede zwischen Automatikgetriebe und Doppelkupplungsgetriebe DSG. Ein weiterer Unterschied, den gerade natürlich Kunden, die von einer Automatik umsteigen, auf das DSG bemerken werden, liegt in der Parksperre. Was ist denn dort beim DSG anders? Ja, wenn wir uns das mal anschauen, und zwar haben wir auch oben wieder das Automatikfahrzeug, unten das Fahrzeug mit DSG. Und wenn wir jetzt die Parksperre einlegen, sehen wir, wie das untere Fahrzeug sich etwas längeren Weg zurücklegt, also etwas weiter nach vorne fährt. Das können wir uns anschauen, wenn wir uns die Räder im Einzelnen nochmal betrachten, eine Linie ziehen von der Radnabe. Und jetzt können wir sehen, nach Einlegen der Parksperre und dann letztendlich auf Block gehen, sehen wir, wie das obere Fahrzeug, sprich das Fahrzeug mit Automatik, nur einen kurzen und kleinen Weg beschreitet und das untere Fahrzeug, das DSG-Fahrzeug, somit hier einen längeren Weg beschreitet. Das ist hier anhand dieser Sache zu erkennen. Woran liegt denn das, dass das Fahrzeug mit dem DSG einen längeren Weg zurücklegt als das mit dem Automatikgetriebe? Das können wir uns anschauen. Aus einer besseren Untermauerung, warum das der Fall ist und Erklärung, habe ich mal zwei Getriebe mitgebracht. Zum einen ein Stufenautomatikgetriebe, und zwar ein Vierstufenautomatikgetriebe. Und zum anderen, auf der anderen Seite, haben wir hier ein halbes DSG-Getriebe mitgebracht und dazu kommt noch das Ausgleichsgetriebe, was zu dem DSG dazugehört. Jetzt kümmern wir uns zuerst nochmal um das Automatikgetriebe. Zum besseren Verständnis, wo wir uns befinden und den kurzen Aufbau, haben wir hier in diesem Bereich, hier haben wir unser Planetenradsatz verbaut. Dann haben wir die Zwischenwelle, die ist hier verbaut und kommen im unteren Bereich zum Ausgleichsgetriebe, was ja dann mit den Gelenkwellen hier in Richtung zu den Rädern dann führt. Jetzt geht es letztendlich um das Parksperrenrad. Und zwar ganz genau gesagt um die Größe und ob es direkt mit den Rädern verbunden ist. Hier haben wir auf der Zwischenwelle sitzend am Ende, hier haben wir das Parksperrenrad sitzend. Und wie wir sehen, ist es ja eigentlich ziemlich klein. Und wir haben somit einen kleinen Zahnflankenabstand von Zahn zu Zahn. Und man muss jetzt noch sehen, dass dieses Zahnrad, diese Bewegung, die relativ, in Anführungsstrichen relativ große Bewegung, die das Parksperrenrad zurücklegt oder die Drehung, wird dann nochmal übersetzt. Und zwar habe ich ein kleines Ritzel und dann komme ich auf das große Antriebsrad für das Ausgleichsgetriebe und dort wird nochmal eine kleinere Bewegung oder Drehung realisiert. Und dann haben wir jetzt erst letztlich die Verbindung zu den Rädern, erst nach dem Ausgleichsgetriebe. Das bedeutet, dass wir eine Übersetzung haben und somit einen ganz, ganz kleinen Weg beschreiten. Ich möchte das nochmal zeigen, indem ich jetzt mal hier das Rad drehe, das heißt die Zwischenwelle mehr oder weniger drehe. Hier und unten im unteren Bereich haben wir hier unsere Sperrklinke und die wird gleich hier einrasten, wenn ich den Hebel mal betätige, sprich den Wählhebel in Stellung P stelle. Und wenn ich jetzt das Rad noch etwas drehe, klack, ist sie eingerastet. Ich möchte es nochmal zeigen. Das heißt, ich drehe das Rad und jetzt stehe ich auf Zahnberg. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen bewege, klack, rastet auf ganz kurzer Bewegung und Drehung des kleinen Parksperrenrades vom Automatikgetriebe. Und dann wird es ja wieder noch übersetzt. Somit ein noch kürzerer Weg, der direkt an den Rädern realisiert wird und dann eben anliegt. Und wenn ich mir jetzt im Gegensatz dann mal das DSG-Getriebe anschaue, wie ist es da verbaut? Und hier habe ich auch ein Parksperrenrad, natürlich ganz klar. Und dieses Parksperrenrad sitzt direkt, und zwar ist es dieses Parksperrenrad, sitzt direkt hier vor dem Antriebszahnrad für das Ausgleichsgetriebe. Wir haben hier das komplette Ausgleichsgetriebe verbaut oder hier zu liegen. Und es ist direkt auf diesem Ausgleichsgetriebe draufgebaut.
dieses Zahnrad, das Parksperrenrad und hat natürlich somit direkte Verbindung zu den Rädern, über die Gelenkwellen zu den Rädern. Jetzt kann ich natürlich sehen, dass wir ein viel, viel größeres Zahnrad haben, hier das Parksperrenrad, als das vom Automatikgetriebe. Eine größere Bewegung, weil wir haben einen größeren Zahnflankenabstand, weil wir ein größeres Zahnrad auch haben, das ist ganz klar. Und somit direkten Bewegung zu den Rädern. Und dann ist ganz klar, spätestens jetzt, wir haben auch keine Übersetzung mehr, sondern die Drehung, die Umdrehung, die wir ja haben vom Parksperrenrad, die haben wir direkt auch an den Rädern anliegen. Und somit ist natürlich klar, dass das DSG einen etwas längeren Weg beschreitet beim Einrasten und auf Block gehen der Parksperre als das Fahrzeug mit Automatikgetriebe. Und jetzt muss ich noch kurz zum besseren Verständnis zeigen, wo sitzt dann das Auto, also das Ausgleichsgetriebe. Das würde sich genau in diesem Bereich hier befinden. Hier ist es verbaut, hier sitzt das Ausgleichsgetriebe und wir hätten jetzt hier oben diese Sperrklinke, wie wir gesehen haben, die ist auch jetzt hier schon viel größer ausgeführt und die Sperrklinke hat hier diesen schräg verzahnten Zahn und dieser greift dann letztlich, wenn ich den hin und her bewege, greift in das dann hier unten befindliche Parksperrenrad ein und so funktioniert die ganze Angelegenheit zwischen, also das ist ein Unterschied, dann erkennen wir zwischen ja, Automatikgetriebe und zwischen DSG. Was läuft denn jetzt mechanisch im Doppelkupplungsgetriebe ab, wenn der Fahrer den Wählhebel auf P stellt? Ich hatte es eben schon versucht, anhand des halben Getriebes zu zeigen. Hier nochmal genauer, auch farblich gekennzeichnet, kurze Orientierung. Wir haben hier unseren Seilzug, der verbunden ist natürlich mit dem Wählhebel. Dann haben wir hier einen Umlenkhebel. Dieser Hebel wird bewegt und wird dann gleich, wenn wir uns das anschauen, unsere gelbe Sperrklinke dazu zwingen, baulich schon von der Bauform her, in unser hier unten befindliches Parksperrenrad hineinzudrücken und auf Block zu gehen. Wir tun das mal, wir werden jetzt symbolisieren mal, dass wir einfach hier den Wählhebel in Stellung P bringen. Das heißt, der Seilzug bewegt sich, der Hebel schwenkt mehr oder weniger nach links, zieht unseren den anderen Hebel zieht er auch mit nach links und dann kann man sehen, über diese Bauform, diese Spitze, letztlich wird dann notgedrungen die Sperrklinke in das Parksperrenrad hereingedrückt und geht dann hier auf Block und ist somit arretiert. Wo wir jetzt gerade beim Thema Parksperre sind, müssen wir uns jetzt auch nochmal darüber unterhalten, was leistet denn die Parksperre, was muss sie leisten und wozu ist sie überhaupt eigentlich gar nicht gedacht? Also die Parksperre ist definitiv keine Feststellbremse, sie ist also nicht dafür da, dass ich das Fahrzeug am Berg abstelle, Parksperre einlege und dann ist die Sache erledigt, sondern sie ist nur dafür da, dass nach dem Motorstart, dass wir da kein selbstständiges, ungewolltes Bewegen oder Losfahren des Fahrzeuges haben. Weil wir müssen ja, ist Ihnen klar, wenn wir den Wählhebel aus P herausnehmen möchten oder müssen, dann müssen wir ja vorher die Bremse treten, sonst ist das gar nicht möglich. Aus diesem Grund nochmal auch einen kleinen Appell, auch dem Kunden gegenüber, dass wir einfach erst die Feststellbremse beim Parken und Anhalten betätigen oder ziehen, je nachdem welche Ausführung, dann erst den Wählhebel in Stellung P bringen und so wird es ja auch definitiv in sämtlichen Bedienungsanleitungen des Fahrzeuges erklärt und auch klar gemacht, dass der Kunde sich auch so verhalten muss. Das DSG, heute Thema im Volkswagen TV Training. Sie kennen es, ob es nun Schnee ist oder ob es eine unebene, nasse, matschige Wiese ist. Man hat sich doch auch durchaus schnell mal festgefahren. Das Doppelkupplungsgetriebe DSG, das unterstützt den Fahrer beim Freischaukeln. Wie macht es das, Dennis? Ganz einfach. Und zwar, wenn wir, hier haben wir es auch mal wieder simuliert, dass wir auf einer nassen Wiese stehen und etwas uns eingegraben haben. Und wenn wir uns freischaukeln wollen, müssen wir ständig den Wählhebel zwischen R und D hin und her schalten. Wichtig, ganz wichtig dabei ist, dass wir nicht die Bremse betätigen dabei. Das heißt, wir schaukeln uns mehr oder weniger hin und her, um uns frei zu schaukeln. Was passiert nach zweimaligen Hin- und Herschalten, wie wir es jetzt hier sehen, wird vorher grundsätzlich R, also Rückwärtsgang und der erste ausgewählt. Und danach erkennt das DSG das sogenannte Freischaukeln und setzt, wie wir hier sehen können, sofort anhand der Multifunktionsanzeige D auf den zweiten Gang. Und dann können wir schneller uns aus diesem kleinen Loch oder aus dieser letztlichen
ja, aus dieser Kuhle, sage ich mal, herausbewegen. Was ist der Hintergrund? Zum einen natürlich, dass wir das Drehmoment herabsetzen, gerade bei leistungsstarken Motoren wie zum Beispiel unserem 2 Liter TDI oder auch beim R32. Stellen Sie sich vor, wir haben einen nassen Untergrund oder schottrigen Untergrund, dann wird es natürlich zur Folge haben, dass wir im ersten zu viel Antriebskraft, also zu viel Antriebskraft zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann kann es sein, dass wir durchrutschen, wenn wir uns freischaukeln wollen. Aus diesem Grund wird der zweite Gang vorgewählt und auch ist ein zeitlicher Aspekt, weil wir hatten ja gesehen, dass der Rückwärtsgang und der erste auf einer gleichen Antriebswelle liegen. Wir müssen somit grundsätzlich die Kupplung befüllen, entleeren, den Gangsteller verstellen, dann wieder die gleiche Kupplung befüllen, wieder entleeren. Und das ist natürlich ein geringer Zeitaufwand, der da auch zu merken ist. Wenn dann nämlich der zweite Gang geschaltet ist, dann ist es so, dass wir auf zwei verschiedenen Antriebswellen liegen und zwei verschiedene Kupplungen haben. Und wir brauchen somit nur noch die Kupplung entleeren, befüllen. Und das ist ja letztendlich auch der Vorteil, wie wir es eben ja, am ganzen DSG haben, wenn ich beschleunige, keine Zugkraftunterbrechung und somit kann ich dann wirklich hin und her schalten und kann mich schneller im kürzeren Bereich eben freischaukeln und aus der Kuhle oder aus dem Loch mehr oder weniger herausfahren. Sind noch irgendwelche Klarheiten geblieben? Dann ist jetzt Ihre Minute. Schreiben Sie uns ein Telegramm. Die Antworten liefert Dennis Winter Ihnen gleich und hier. Die erste Frage dieser Runde aus dem Autohaus Hörig. Gibt es beim DSG noch die Launch Control? Ja, natürlich haben wir auch hier beim DSG nach wie vor die Funktion Launch Control anliegen. Wie es funktioniert, wer es weiß, der ist im Vorteil. Ist natürlich verschiedene Parameter müssen in dem Fall berücksichtigt werden, weil es funktioniert nicht immer, es ist temperaturabhängig, aber nach wie vor vorhanden. Aus dem Autohaus Koller eine grundsätzliche Frage. Wie schnell darf man ein Fahrzeug mit DSG abschleppen? Ja, natürlich, sowas steht in der Bedienungsanleitung, aber nochmal kurz. Wir dürfen maximal 50 Kilometer mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 km/h DSG-Fahrzeuge abschleppen. Aber um sicher zu gehen und weil man ja auch nicht weiß, was in Zukunft ist, die Technik geht natürlich immer weiter voran. Mittlerweile sind wir sogar am Entwickeln an einem DSG, was dann auch vielleicht im Polo kommen soll, das dann mit Trockenkupplung funktioniert. Da kann es natürlich sein, dass die ganze Sache schon wieder anders aussieht. Das heißt, somit gerade Bedienungsanleitung gibt dem Fahrer die Information, was er zu tun hat, wenn er liegen geblieben ist und wenn es sich um Abschleppen dreht. Das Auto aus Hahn und Lang nochmal zum Freischaukeln. Funktioniert das wirklich nur, ohne die Bremse zu treten? Ja, genau, weil dann kann erst das DSG oder die Mechatronik erkennen, aha, wenn ich nur hin und her schaukel, ohne zu bremsen, dann bin ich nicht am Einparken, sondern ich versuche mich freizuschaukeln. Deswegen nur wenn ich die Bremse trete, dann kann ich diese Funktion nicht ausführen. Die Bremse darf nicht getreten werden, dann funktioniert erst das Freischaukeln. Und aus dem Autohaus Plätz zum Automatikgetriebe, funktioniert das Freischaukeln auch mit dem Automatikgetriebe? Nein, das ist nicht der Fall, weil hier Freischaukeln in dem Fall, wie wir es gesehen haben, beim DSG ist nicht möglich. Hier muss ich mich eben frei fahren. Da lege ich dann auch natürlich den Wählhebel Stufe R und dann Drive ein und dann wird der erste Gang gewählt. Und dann kann ich in dem Fall ja, mich selber durch Beschleunigung herausschaukeln oder herauswählen. So wie es im DSG ist, ist es bei den jetzigen Automatikgetrieben nicht vorhanden. Das Herausschaukeln mit dem DSG war eines unserer Themen heute. Außerdem haben Sie die Übertemperaturschutzfunktion kennengelernt und Sie wissen, wie sich Fahrzeuge mit DSG am Hang verhalten. Am kommenden Donnerstag um 11.15 Uhr und 14.30 Uhr im Volkswagen TV Training. Dennis, was passiert da? Da starten wir eine Reihe, und zwar eine Motorentechnik-Reihe. Wir beginnen natürlich mit Teil 1, ganz klar. Hier geht es um schadstoffreduzierende Maßnahmen bei Automotoren. Da wird Sie mein Kollege Carsten Oehmann empfangen. Und zwar dreht es sich da um Optimierung von Verbrennungsräumen, dann Direkteinspritzung, dann Nockenwellenverstellung und natürlich die Verbesserung der Zylinderfüllung. Ich werde mich jetzt von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen noch maximale Erfolge am heutigen Arbeitstag. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
am Donnerstag, den 7. September, das Volkswagen TV Training. Die nächste Sendung für Sie in der Werkstatt bereits am kommenden Dienstag, dem 5. September. Da fassen wir bzw. die Kollegen von der Volkswagen TV API ein ganz heißes Eisen an. Es geht dann um DIS 3, um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Sie klicken jetzt bitte noch, wie Ihnen das Volkswagen TV Training heute gefallen hat. Wenn Sie möchten, schicken Sie uns ein Telegramm mit Ihren Anmerkungen, Anregungen oder Wünschen. Sie wissen es, erstes Wort Info. Und weil Ihnen das Volkswagen TV Training heute weitergeholfen hat, schalten Sie in der kommenden Woche wieder ein. Bis dahin, tschüss.